Herzlich willkommen zum 9. Teil unserer 12-teiligen Serie Die größten Fehler von Gründern. Und heute geht es um die Planungsrechnung. Konkreter gesagt, die belastbare Planungsrechnung. Was bedeutet das? Wenn du sagst, ich möchte in den Urlaub fahren, in den Urlaub fliegen und ich nehme mal 20 Euro mit und das wird irgendwie schon gehen, nun dann wird es in der Regel nicht gehen. Du scheiterst wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Flughafen beim Bezahlen der Taxe. Also jeder, der in Urlaub fliegt, weiß ganz genau, dass Kosten auf ihn zukommen, dass Zeiten, Wege, Ressourcen bestellt werden müssen, dass Gebühren bezahlt werden müssen. All das kostet Geld und das, was jeder Urlauber macht, was leider die meisten Menschen besser machen als für den Rest des Lebens, ist den Urlaub durchzuplanen. Es gibt die Urlaubskasse, es gibt den Urlaubsplan, den Flugplan, es gibt den Übernachtungsplan, den Rückreiseplan, den Alternativplan. Und genau das brauchst du auch für deine Gründung, nur die wenigsten haben das entweder gar nicht oder nur sehr sporadisch und unvollständig. Also die Planungsrechnung geht über die nächsten 3 bis 5 Jahre und zwar monatlich mit allen Anfangskosten, mit allen Vorbereitungskosten, mit den Gründungskosten, mit den Marketing-Eintrittskosten, also Markteintrittskosten, den laufenden Marketingkosten, den Fixkosten, den variablen Kosten, den Personalkosten und angepasst an alle Umsatzentwicklungen auch die entsprechenden laufenden Kosten. Dann kommen noch ein wenig die Steuern dazu, da kommen noch ein wenig Kapitaldienste, also Zins und Tilgung und Gebühren zu und dann hast du eine vollständige Planungsrechnung, wie sie in der Zukunft tatsächlich beim Steuerberater als Jahresabschluss auch bekommen wirst. Aber erst wenn die in der Vorausplanung auch relativ konkret ist, kannst du tatsächlich sicherstellen, dass du ein tragfähiges Unternehmen auch in der Zukunft haben wirst und heute das Geld überhaupt bekommst von Banken oder Investoren. Denn wenn ich dir Geld gebe, und dann will ich wissen, ob du es mir zurückzahlen kannst. Wenn die Bank dir Geld geben soll, will auch die Bank wissen, ob du es zurückzahlen kannst. Auch Investoren jeglicher Art wollen überzeugt werden von deiner Planungsrechnung. Und das ist einer der größten Fehler, weil es natürlich nicht gelernt und gelehrt wird, in den Schulen eine Planungsrechnung für die Zukunft aufzubauen. Und die meisten Menschen lernen höchstens, ihren Urlaub zu planen. Und schon die Lebenshaltungskosten, nun, ist bei den meisten ein Buch mit 7 Siegeln. Du brauchst also ein Tool, ein Excel-Tool. Du brauchst das Know-how darüber, was auf dich zukommen wird. Und du brauchst einen Mensch, der dir kritische Fragen stellt, alles überprüft, bis es tatsächlich eine belastbare und plausible Planungsrechnung ist. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, Tools brauchst, Muster brauchst, Templates brauchst, Beratung brauchst, dann lade ich dich ein, gerne Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unter dem Video. Und das Gute ist, du kriegst auch Fördermittel dafür, wenn wir dich dabei unterstützen, deine Planungsrechnung abzubilden, die vorhandene zu überprüfen und für die Adressaten beispielsweise von Kredit- oder Förderanträgen zu optimieren. Auch hierfür können wir dir Auskunft geben über das kostenfreie Erstgespräch. Den Link findest du im Video. Ansonsten geht's morgen weiter mit dem 10. Teil.